Bei Teilaufgabe B sollen zwei Wahrscheinlichkeiten ermittelt werden und hier hilft uns wieder die Vierfeldertafel aus der vorhergehenden Teilaufgabe. Zunächst mal die Wahrscheinlichkeit P1. Als Wahrscheinlichkeit dafür, dass die ausgewählte Person im Oberberg wohnt, und die Betonung ist hier auf und, sich gegen die Windkraftanlage ausspricht oder aussprach. Ja, das Und-Ereignis wird immer übersetzt mit der Schnittmenge der entsprechenden Ereignisse, also O geschnitten mit G. Und das wiederum ist die Mächtigkeit von O geschnitten mit G, geteilt durch die Anzahl aller Möglichkeiten, also die Mächtigkeit von Omega. Die Mächtigkeit von O geschnitten mit G kann ich direkt ablesen, also da, wo sich die O-Spalte und die G-Zeile überschneiden, hier bei 231, das ist der Wert für O geschnitten mit G. Und die Mächtigkeit Omega, das ist die Anzahl aller Möglichkeiten, die ist also 1980. Ja, P2. P2 ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die ausgewählte Person in Oberberg wohnt. Aber jetzt weiterlesen. Wenn bekannt ist, man könnte auch sagen unter der Bedingung, dass sie sich gegen die Windkraftanlage aussprach. Ja, wie muss ich das also notieren? Die Bedingung ist G. Das heißt, hier als Index wird G geschrieben. Und das wiederum ist nach Formel die Mächtigkeit von O geschnitten mit G. Geteilt durch Basismächtigkeit von G. Das heißt, im Zähler habe ich denselben Wert wie vorhin, 231. Und im Nenner diesmal nicht die gesamte Zahl 1980, sondern nur ein Teil davon, nämlich die Summe von G. 891. Ja, damit ist eigentlich B gelöst.